Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Warum ich jetzt schon in der Stadt bin und nicht mehr im Bettchen, wo ich den letzten Part beendet habe, das liegt daran, dass ich unseren Knackleon geholt habe. Es hat dreimal Dungeon-Besuch gedauert und Save-States. Eine Menge Save-States. Aber letztendlich haben wir endlich ein Knackleon. Jetzt gucken wir das Ei an. Das Ei. Geschlüpft. Ein Hopsspross. Wow. Ja klar, werden wir es ins Team aufnehmen. Wir können es ja nicht einfach so nicht aufnehmen. Aber es wird im Team nicht Einsatz. Ja, nicht eingesetzt werden wahrscheinlich, aber egal. Ja, ich habe mich ausgestattet mit einer Menge Belebersamen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nochmal in die Treibsandwüste. Mit unserem neuen Partner Haru. Yay. Fertig, los jetzt. Okay. Warum springt Haru eigentlich nicht mit runter? Eigentlich müsste der ja auch da so, ne? Mit drin sein. Mit in der Sequenz. Aber gut, ich hinterfrag das gar nicht. Hoffentlich verkacken wir nicht schon wieder, so wie im letzten Part so mega. Und hoffentlich gehen meine Attacken diesmal auch nicht wieder tausendmal daneben. Das hatte ich nämlich in der Nordwüste eben eigentlich gar nicht. Einmal, wo ich mir dachte, Alter, jetzt ohne Scheiß. Er hat auch wieder keine Attacke getroffen. Ja, ich weiß nicht warum. Ich war auf jeden Fall wieder total behindert. Aber, ja, sonst hatte ich das Problem eben die ganze Zeit gar nicht. Nein, nicht wirklich. Naja, Knackleon ist Level 23, kann Finte und Biss, glaube ich, die Attacken habe ich ihm gelassen, genauso Anwirbel auch noch, aber das habe ich jetzt mal eher deaktiviert. Ja, wie braver ist doch die Entwicklung von Knackleon, oder? Guck mal, Knackleon. Guck mal, Haru. Das ist deine Entwicklung. So kannst du später aussehen. Dein Ernst? Oh Mann, bist du doof, ey. Haru, was ist denn mit dir? Und übrigens, ja, der Part... Was? Ich sollte jetzt nicht so hektisch sein. Der Part ist nämlich jetzt ein bisschen kürzer. Da ist jetzt schon 15 Uhr, also fast 16 Uhr ist und ich muss den Part ja heute um 18.30 Uhr online bringen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt rechtzeitig hinkriege. Ja, weil Rendern und Hochladen dauert nochmal seine Zeit. Und deswegen ist der Part ein bisschen kürzer, damit die Datei auch ein bisschen kleiner ist. Und nicht so lange beim Hochladen braucht. Ja. Zack. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen die Treibsandwüste hat. Ich weiß es echt nicht. Was? Warte mal. Ich schätze wieder so 18. Schätze ich jetzt mal. Ja, ich schätze so 18. 18. Oder wieder so wie die Nordwüste. 15 so. 15 bis 18. Schätze ich jetzt mal. Und ja, das ist doch das Einzige, was wir eigentlich in dem Part machen werden. Wahrscheinlich, je nachdem, wie das mit der Zeit hinhaut. Jo, Haru ist schon wieder ein Level aufgestiegen. Nice. Ja, je nachdem, wie das mit dem Part hinhaut. Mit der Zeit, wenn wir jetzt solche Räume finden, wo wir gleich zur Treppe kommen, zum Beispiel, und dadurch mega schnell den Dungeon durchkriegen, wird der Part natürlich nicht nur der Dungeon hier sein. Aber, ja. Irgendwas. Ja, aber sonst wird der Part halt nur der Dungeon sein, weil ich so, ja, 15 Minuten jetzt machen werde anstatt 20. Weil, wie gesagt, muss noch online kommen heute, rechtzeitig. Ah ja, wir haben übrigens mega sauger erlernt. Mit Level, ich glaube, 26 oder 25, nee, 26 dürfte das gewesen sein. Boah. Ja. Ansonsten habe ich nichts mehr zu erzählen. Ich entschuldige mich nochmal für meine Ausraster am Ende des
letzten Parts und für den die Ausraster sonst, wenn ich halt ein bisschen, ja, bisschen rumwürstel, rumschreie, was auch immer. Es ist halt einfach echt, nee. Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer und zocke mit Emotionen. Bei sowas, nee. Bei sowas dreht dann die Emotion Wut raus. Da kommt dann die Emotion Wut raus. Weil, ja, ich meine, es ist doch total behindert. Jede verfickte Attacke geht daneben. Das ist total uncool. Greift Pion Skora an. Haru, greif Pion Skora an. Nice. Was war das für eine Falle? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Ah. Ich bin, glaube ich, ein bisschen erkältet. Ich werde, glaube ich, ein bisschen erkältet. Was? Ich erkälte mich, glaube ich, gerade momentan ein wenig. Ist total nicht cool, irgendwie. Ja. Ich weiß noch nicht, woher. Das ist das Ding. Aber was soll's. Das Problem ist halt, am Wochenende ist bei uns Stadtfest. Oh, Zwischenspeicher. Okay, cool. Am Wochenende ist bei uns Stadtfest. Und wenn ich da krank bin, ist ein bisschen kacke. Weil, ja, ich will nicht krank auf Stadtfest. Die neue Epidemie in meinem Kaff. Alle werden krank, weil ich krank auf Stadtfest gegangen bin und dadurch ich diese Menschenmasse alle angesteckt habe. Ja, Mann. Total geil. Dein Ernst? Wie viel Flunky war aus? Heiliger. Ich schätze, hier müssen wir jetzt auch nochmal so, keine Ahnung, 5 Ebenen hoch. Ich weiß es nicht. Runter, meine ich. Übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt. In der, ja, hier in dieser Treibsandhöhle gibt es kein Knacklion. Das heißt, wir hätten es eh in der Nordwüste fangen müssen. Deswegen habe ich das nochmal offscreen gemacht halt. Das wäre auch noch ein Grund, weswegen ich das offscreen gemacht habe. Ja, ist halt sonst doof, wenn ich halt nochmal. Ich meine, wir können die Story schon weiterführen und ich gehe mit euch einfach trotzdem noch weiterhin in einen anderen Dungeon. Das ist halt ein bisschen total unnötig. Deswegen dachte ich mir so, nee. Na? Oh. Dein Ernst? Fängt das jetzt schon wieder an? Junge. Es ist nicht dein Ernst, oder? Heilige Scheiße! Was ist das? Ohne Witz. Warum? Es hat bisher keine Attacke von mir getroffen. Nicht mehr der normale Angriff. Alter! Ohne Scheiß. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist definitiv nicht mehr normal. Hat Sandama irgendwie eine erhöhte Fluchtrate oder so bei Sandsturm? Ja, das ist mein erster Tod. Oh, Alter. Ey. Ich glaube, ich mach demnächst mal eine Mystery Dungeon Pause, Alter. Sonst, nee. Sonst werde ich hierbei zu wütend. Ohne Scheiß. Das kann nicht wahr sein. Alter Vater. Ohne Witz. Tut mir leid, Leute. Nee. Sandgrab, immerhin hat Maru Sandgrab erlernt. Das ist schon mal ziemlich geil. So. Oh, ich hasse Sandsturm. Das ist so nervig.
Okay. Sandsturm ist so nervig, weil du einfach nichts dagegen machen kannst, dass du durchgehend angegriffen wirst. Warum hast du nicht Pianoscora angegriffen, Knackleon? Dein Ernst? Geht einfach weg. Ich wollte gerade sagen, hä, warum hat sich die Leiste so verfärbt? Das Blinken halt so rot verfärbt, aber das lag daran, dass ich... Geh weg! Du genauso. Alter! Ich glaube, Sandama wird mein neues Hass-Pokémon hier. Ich weiß nicht. Irgendwie? Nee. Nee. Sandan und Sandama. Ja, definitiv. Wie viele Ebenen müssen wir noch hoch? Obwohl, wir haben noch ein bisschen Zeit, 4 Minuten. Wie gesagt, zur Not wird der Part halt auch mega kurz, es tut mir leid. Kann ich dann nicht anders, nicht ändern. Also, nicht mega kurz, aber wäre jetzt 8 Minuten oder so, hätte ich noch weiter gespielt. Aber jetzt, wie gesagt, hier so, sind jetzt bei 11 Minuten. 28, nice. Ja, na, fast 12, bald 12. Und wenn dann noch irgendwie eine Sequenz kommt oder so, die, weiß ich nicht, die lang andauert, dann will ich die halt lieber am Anfang des nächsten Parts machen. Wie gesagt, ich hätte vorproduzieren sollen, ist mein Fehler. Ich hatte gestern genug Zeit eigentlich. Aber ich wollte gestern irgendwie nicht. Gestern war Sonntag und ich wollte einfach nur chillen. Ich habe gestern den ganzen Tag echt nichts gemacht, nur gechillt und Videos geguckt. Und Fernsehen geguckt. Es war angenehm. Auf jeden Fall. Und zack. Oh! Alter, geht mir Sandama auf den Piss. Wieso macht man sowas in das Spiel rein? Ohne Witz. Kann doch nicht wahr sein. Man hat ja kaum Chancen gegen so einen Fuck Sandama. Stellt euch mal vor, es kommt ein Monsterraum mit nur Sandama. Und es ist gerade Sandsturm. Alter. Das überlebst du niemals. Es laggt es gerade ein bisschen. What? Alter. Alter. Alter! Was war das für ein Damage? Heilige Scheiße! Oh. Schlafe, klein Doki, schlafe jetzt ein. Ja, schlaf nicht so lange. Gott, ich hab Angst vor Ninja Tom mittlerweile. Also, laut dem, seitdem eben. Hi, Scheiße, ey. Danke, wir sind... Untergrundsee. Ja, Leute. Und hier... Ja, werde ich jetzt den Part beenden. Es tut mir leid, dass er so kurz ist. Aber, naja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.